Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor einiger Zeit mal bei Instagram was gesehen, und zwar auf der Seite von Microchip Makes. Also ich habe ja auch Instagram, also wer mich noch nicht bei Instagram kennt, einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Auf der Seite von Microchip Makes wurde ein witziges Projekt vorgestellt, und zwar von Dave's DevLab. Hier mal entsprechend die Beschreibung und alles, davesdevlab.com Decoder. Das kann man bei Tindy, glaube ich, heißt das bestellendes Teil. Und zwar handelt es sich hierbei um einen, ja, Decoder, der einmal in einem wunderschönen Schächtelchen kommt. Und was dekodiert der nun? Naja, es gibt ja diese 7-Segment-Anzeigen, die Dinger da. Und die werden in der Regel mit 4-Bit angesteuert. Und da gibt es dann immer so Decoder, die umwandeln, da gibt es fixfertige Chips. Die wandeln dann 4-Bit in BCD, heißt der Code, BCD-Kodierung. Und damit kann man quasi von 0 bis 9 alle Zahlen hier auf diesem Display, auf diesem 7-Segment-Display darstellen. Jetzt hat dieser Dave gesagt, das kann man besser. Jetzt hat er quasi einen CPLD genommen, das ist sowas ähnliches wie ein FPGA, nur ein bisschen abgesteckter, von Atmel, oder halt jetzt mittlerweile Microchip, und hat da irgendwas programmiert, damit man da entsprechend paar coole Features mehr hat. Und zwar kann man ja mit 4-Bit bekanntlich nicht nur von 0 bis 9 darstellen, sondern man kann damit von 0 bis F darstellen. Also hat er das Ding so programmiert, dass man hier nicht nur von 0 bis 9, sondern von 0 bis F alle 16 möglichen Zeichen darstellen kann. A, B, B und 8 wäre dann wahrscheinlich das Gleiche. C, D und 0 wäre dann wahrscheinlich das Gleiche. Müssen wir uns dann angucken, wie es geht. E ist klar und F ist auch klar. Also da beim 8er und beim 0er, 8 und B und 0 und D gibt es wahrscheinlich Verwechslungsgefahren, aber da guckt man dann einfach, wie er das gelöst hat. Und was auch ganz, ganz, ganz interessant ist, und das gucken wir uns dann auch mal an, es gibt eine ganz coole Funktion, die man von früher her kennt, wenn man irgendwelche Adressbusse und so hatte, und zwar nennt sich diese Funktion Latch. Der hat auch ein Latch mit eingebaut, das bedeutet, man legt erstmal die Daten an, also man legt jetzt, keine Ahnung, eine 4 an, dass ich eine 4 anzeigen möchte, und dann passiert erstmal gar nichts. Und dann muss man beim Latch einen Pegel anlegen, und in diesem Moment, wo man diese Flanke beim Latch kriegt, ich weiß gar nicht, steigend oder fallend, müssen wir uns dann angucken, in dem Moment, wo man diese Flanke kriegt, übernimmt er die Daten und zeigt sie am Display an. Und dann behält er auch die Daten. Das heißt, wenn man dann vorne die Daten ändert, dann ändert sich das Display nicht. Das heißt, man kann vorne spielen, machen, tun, wie man will. Man kann den Bus für alles Mögliche, für irgendwas anderes verwenden, diese 4-Bit. Und in dem Moment, wo ich die Daten auf diesem 7-Segment-Anzeigeteil aktualisieren möchte, gebe ich ihm einen kurzen Latch. Und das hat man früher bei Adressbus, und wo man Adress- und Datenbus verteilt hat, miteinander benutzt hat, hat man ganz oft mit Latches gearbeitet. Und das gucken wir uns jetzt da mal an, finde ich ein ganz cooles Projekt. Dann würde ich sagen, löte ich das Ganze mal auf. Betrachten wir das Ganze mal, wie das denn jetzt auch funktioniert. Ich habe hier mit USB 5 Volt auf die Platine gegeben. Hier haben wir Ground, hier haben wir 5 Volt. Geht hier über die zwei braunen Kabel. Und ich verbinde jetzt die kompletten Pins mit Ground hier mit diesem Mäuseklavier. Ich habe uns hier nochmal hingeschrieben, was ist. Latch Enable 1248 und Dezimal.dp. Der hat scheinbar intern irgendwelche Pull-Ups, beziehungsweise ich kann halt einfach jetzt nicht hier einfach Plus und Ground erstellen. Deswegen verbinde ich alle, wenn die auf On hier oben sind, der Schalter, befinden sich alle auf Ground. Sobald ich jetzt quasi auf Schiebeschalter nach unten betätige, haben wir hier einen High-Pegel. So, was passiert jetzt, wenn wir mal den 1er verbinden oder den 4er oder den DP? Es passiert, ja, genau, nichts. Denn was habe ich vorhin erklärt? Wir benötigen dieses Latch-Enable. Und wenn wir jetzt an diesem Latch-Enable-Pin, der aktuell auf Ground verbunden ist, eine Flanke erzeugen, in diesem Fall eine High-Flanke von Low auf High, können wir gleich wieder zurückschalten, kriegen wir hier oben uns die 1 angezeigt, denn wir haben hier eine 1 eingestellt. Was passiert, wenn wir jetzt die 2 dazu packen? Wir können ja einigermaßen rechnen, glaube ich. 1 plus 2 ist 3, exakt. Haben wir Glück gehabt. 1 plus 2 ist 3, plus 4 ist 7. Soweit funktioniert es. 1 plus 2 plus
4 ist 7, plus 8 sind 15. 15 wäre quasi F. Gucken wir mal. Korrekt, wird auch F angezeigt. Und der Dezimalpunkt da hinten, wenn wir den auf Low, auf High setzen, können wir den entsprechend mit einem Latch Enable auch ein- und ausschalten. Total genial. Das heißt, wir können jetzt hier machen, was wir wollen. Die Anzeige bleibt immer die gleiche. Jetzt probieren wir aber eine Sache durch, die wir vorher nicht gewusst haben, wie sie dann gelöst sein wird. Hier haben wir 0, 1, 2, 4, 8. Wir haben ja gesagt, ich hätte gern gewusst, wie er den B, wie er die B darstellt. Das heißt, wir brauchen 8 plus, was haben wir für B? B ist, A ist 10, B ist entsprechend 11. Das heißt, wir haben 8 plus 2 sind 10, plus 1 sind 11. Ah, und da macht er ein kleines B. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er macht ein kleines B, so also auch die Unterscheidung. Absolut schön. B, C, D, bei D wird er jetzt einfach ein kleines D machen, ne? A ist 10, B ist 11, C ist 12, D ist 13. 13 wäre also 8 plus 4 plus 1 und da macht er uns ein kleines D. Somit haben wir die Problematik auch gelöst. Wundervoll, und hier an den Pins, wie gesagt, kann man wieder klicken, wie man will. Es ändert sich erst in dem Moment, wo wir einmal ein Latch Enable schalten. Ja, an sich eine wirklich ganz, ganz, ganz coole Schaltung, gute Idee. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wie gesagt, bei Tindy kann man das bestellen, kostet irgendwie der komplette Bausatz, ich glaube so 5-6 Dollar, plus halt leider Gottes, weil aus Amerika nochmal so 14-15 Dollar Versand dazu. Aber ich finde, das hat sich schon mal zum Rumspielen rentiert, kann man mal ein bisschen probieren und mal eine schöne 7-Segment-Anzeige verwenden. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!